können kurz im Chat unten schreiben, da können wir sie lesen. Im Chat finden Sie auch die wichtigsten Informationen, was die Aufnahme dieses Webinars angeht. Super, vielen Dank für die kurzen Nachrichten. Wir warten noch einen Moment, dass alle reingehen und dann geht's los. So, vielen Dank. Herzlich willkommen zu diesem Webinar über Implantationsversagen. Mein Name ist Vivian, ich bin die heutige Moderatorin und ich bin hier mit der lieben Dr. Natalia Schlaab. Natalia? Schönen Abend. Vielen Dank. Ich möchte bloß kurz European Fertility Society vorstellen, damit Sie alle wissen, worum es geht. Es ist nämlich eine Organisation, die auf Freiwilligen immer auf Freiwillige angewiesen ist und auch Freiwillige sucht, denn es ist eine Organisation, die diese Webinare ehrenamtlich veranstaltet, damit Frauen und auch Patienten im Allgemeinen, die Fragen zu ihrem Kinderwunsch haben, die Informationen erhalten, die sie brauchen. Wir suchen immer Freiwillige für verschiedene Blogartikel, um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen oder auch für diese Webinare. Also falls Sie daran interessiert sind, brauchen Sie sich bloß beim Veranstalter dieses Webinars melden und wir freuen uns darüber sehr. Schon mal danke von mir. Und jetzt gebe ich an Frau Dr. Schlaab weiter, die über Implantationsversagen bei IVF und warum das passiert und wie kann man es verhindern, sprechen wird. So, Frau Dr. Schlaab, ich gebe an Sie weiter. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Vivian, für die schöne Begrüßung. Und alle Patienten, die mit uns heute sind, ich will auch ganz herzlich begrüßen. Wir werden heute sprechen über Implantationsversagen bei IVF-Behandlungen und wie können wir das vermeiden und welche Lösungen haben wir für Implantationsversagen, um ihre Zeit zur Schwangerschaft zu verkürzen. So, warum überhaupt? Wir kommen zu einem Zustand, dass Frauen leiden auf wiederholten Fehlgeburten. Das Problem ist, dass wir Frauen, je älter wir werden, desto reifer, desto besser, wie ein gutes Wein. Aber das Problem liegt an Qualität von unseren Eizellen. Bedeutet, je älter wir sind, desto mehrere Eizellen generieren wir. Die haben genetische Auffälligkeiten. So, es gibt große Studien, wo 60.000 Embryonen waren genetisch untersucht und man konnte nachweisen, wie viele gute Embryonen haben wir in bestimmten Altersgruppen. Das werden wir nachher auch zeigen wollen. Das Problem ist, dass irgendwann man kommt zu einem Moment, insbesondere ab Alter 35, dass man generiert noch Eizellen, man generiert noch Embryonen. Die sehen gut aus, aber die sind einfach genetisch auffällig. Ich sage immer, dass ich habe deutsche Medizin sehr viel zu verdanken. Ich habe in Deutschland studiert und Facharztausbildung gemacht. Ich habe auch jahrelang in Deutschland gearbeitet. Das Problem war aber, dass man konnte das genetische Gutachten, die Hauptursache, warum man erlebt die Fehlgeburten, in unserem Alltag nicht benutzen, weil aufgrund dessen, dass wir Embryoschutzgesetz in Deutschland haben, das genetische Gutachten von Embryonen war einfach verboten und über Eizellspende wir konnten nur träumen. So, das ist genau, das sind genau diese Techniken, die wir in Spanien ausüben können. Und das ist genau das, was in UR Vista Hermosa wir würden Ihnen gerne anbieten wollen. Die Frauen, die zu uns kommen aus deutschsprachigen Raum, die sind nach vielen Versuchen, die sind ganz oft schon erschöpft.
die Fragen, ist das nur meine Schuld, dass wir werden nicht schwanger? Jahrelang haben wir gedacht, dass nur Frauenalter für die Fehlgeburten zuständig ist. Wir wissen aber, dass 20% von Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit liegt an Qualität von Spermien, und das werden wir auch besprechen, was können wir dagegen tun, um Spermienqualität zu verbessern. Wir müssen auch darauf achten, dass nicht nur die Eizellqualität geht runter, nicht nur Spermienqualität mit Alter geht runter, aber auch Anzahl von Eizellen, die ovariale Reserve runtergeht. Deswegen am besten natürliche Schwangerschaften soll man planen, bevor man 35 Jahre alt ist, dann zwischen 35 und 42 eigentlich. Man kann mit eigenen Eizellen künstliche Befruchtung versuchen mit Präimplantationsdiagnostik und ab Alter 42, 43 einzig Methode, die eine hohe Erfolgsrate bringt, ist die Eizellspende. Verschiebung der Mutterschaft. Das ist ein Slide, der gefällt mir sehr, wenn man sieht, junge Frauen, die sitzen vor dem Computer und die sind einfach entscheidungsfähig. Wir sehen, dass jetzt zum Beispiel bei uns auf Station in der Gynäkologie die alte Generation, mehrere waren männliche Kollegen, die jetzt auf Rente gehen, und die Gynäkologie wird von Frauen übernommen. Und so war das langsam in Deutschland, in Berlin. So Frauen studieren, die bilden sich aus, die haben die gleiche Karrieren wie Männer. Das Problem ist, dass das beste Alter, wo man schwanger sein kann, problemlos, man studiert, man ist in die Schule, man macht diese Facharztausbildung, das kostet alles Zeit. Und irgendwann, wenn man ist über 35, man will Familie gründen, das ist auch nicht so einfach, jemanden passend zu finden. Und dann fangen die Probleme an mit Unfruchtbarkeit. Und dann ganz oft diese schlaue, gut ausgebildete Frauen müssen die Hilfe von Spezialisten, die im Reproduktionsmedizinfeld sitzen, sich beraten lassen. Ich hoffe, dass ich kann das weiter machen. So, das ist genau das, was wir gesagt haben. Das beste Alter, die fruchtbare Alter. Man sieht hier, sind von Frauen, die sind 20, 24 Jahre alt. Man ist gleich nach Abitur, man geht in die Uni studieren. So, in diesem Alter denkt keine, um Kinder zu bekommen. Und ich sage immer, dass die Generation von meinen Eltern, von meiner Mama, wir haben lange in Deutschland dafür gekämpft, dass wir Krebsvorsorgeabstrich durchführen können. Das war nach der Kriegszeit gar nicht so selbstverständlich. Aber wir haben das durchgezogen, dass jede deutsche Frau einmal im Jahr geht zu Gynäkologe für den Krebsvorsorgeabstrich. Dann Wende hat uns gebracht, die deutsche Mutterschaftsvorsorge-Leitlinien. Ja, dass in Deutschland jeder Gynäkologe hat das super klar, welche Untersuchungen in welcher Schwangerschaftswoche gemacht werden müssen. Ich hoffe, dass meine Generation von Gynäkologen macht das so selbstverständlich, dass man Zähne putzen muss, dass man Krebsvorsorgeabstrich machen muss. Und wenn man in die Schule sitzt und bildet sich, um bessere Zukunft zu schaffen, man soll im besten fruchtbaren Alter, wenn man Kinder nicht bekommen darf, man soll eigene Eizellen einfrieren. So, ich hoffe irgendwann, dass AMH-Antimüller-Hormon-Messung
wird so selbstverständlich sein in der Altersgruppe zwischen 25 und 35, weil das ist das beste Alter, um die Kinder zu bekommen, aber kulturellweise im Moment, die Frauen sind gar nicht so eingestellt. Die Frauen suchen nach Karriere, nach bessere Zukunft. Und das ist ein Moment, dass ein Gynäkologe sollte uns beraten, ja, sollte uns sagen, wissen Sie, Sie sind Studentin, gehen Sie zur Reproduktionsmedizinklinik, weil wenn Sie nicht so klar haben, wann Sie Kinder haben möchten, vielleicht können Sie das mit dem Spezialist besprechen. So, wir sehen, dass die fruchtbare Alter eigentlich mit Alter 40, 44 sind zu Ende und dann die Unfruchtbarkeit sind hier diese rote Kurven steigt an und irgendwann es ist fast unmöglich mit eigenen Eizellen schwanger zu werden, aber dann wir können ihnen die Eizellspende anbieten in Spanien. Durch die Eizellspende dürfen sie behandeln bis zum 50 Jahre alt und 11 Monate, eigentlich bis zum 51, ja. Jetzt mütterliche Alter. Ich mag diese Kurve sehr. Man sieht in 2001, das durchschnittliche Alter von Mama war sehr jung, 29 Jahre alt. Und dann jetzt in 2015, es ist um die 32 Jahre alt. Wenn wir diese Präsentation vorbereitet haben, ich weiß es nicht, warum, aber es waren noch Kurven von 80er Jahren, ja, weil da das durchschnittliche Alter von Mama war 25 Jahre alt. Also man sieht, dass die Frauen tatsächlich jetzt in Europäischer Union die Behandlungen verschieben. So, wie können wir ihre Behandlung planen hier in Spanien? Wir haben früher mit Vivian darüber gesprochen, dass ich arbeite in sehr, sehr deutscher Weise, bedeutet für mich ihre Fall speziell ist sehr, sehr wichtig. Ja? Es gibt kein festes Protokoll, in dem wir sie behandeln. Bedeutet, wenn Sie ein persönliches Anliegen haben und sie sehen, dass sie zu Hause in Deutschland nicht mehr klarkommen, dann sie brauchen zu uns nach Alicante gar nicht fliegen. Wir machen mehrere Erstvorstellungen online. Diese erste Gespräch bedeutet, sie nehmen mit uns Kontakt auf, sie werden gebeten um ihre Anamnese durchzuführen. Ich bekomme alle Anamnesen von Patientinnen einen Tag früher, bevor ich sie sehe. So ich normalerweise zu Hause, wenn alle schlafen, setze mich auf dem Sofa und mit meiner Katze, wir lesen uns diese ganze Fälle durch. Und dann wir gucken, ja, was anderes können wir machen in Spanien, welche andere Zusatzmethode können wir ihnen anbieten, dass sie schneller, desto besser Mutti werden. Dann am Tag von dem Erstgespräch, bei uns ist es sehr wichtig, dass es ist nicht nur Gespräch, dass sie mit uns arbeiten würden. Wir empfehlen ihnen die Blutuntersuchungen oder Zusatzuntersuchungen, die sie in Deutschland machen können. Und dann machen wir Zweitgespräch mit Blutbefunden online. Sie bekommen von uns Einverständniserklärungen, sie bekommen von uns Rezepte, sie bekommen von uns Kostenvoranschlag von der Methode, die sie auswählen. Und dann im Medikamentenplan von dem Tag, wo wir entscheiden, miteinander zu arbeiten, sie bekommen ein Protokoll, in dem sie entweder spritzen die Medikamente, dass ihre Eizellen wachsen, oder wir machen einen Substitutionszyklus mit Östrogene, die sie oral einnehmen, um zu gucken, wie ihre Schleimhaut wächst. So von dem Tag, wo wir entscheiden, dass wir miteinander arbeiten, bis den Tag, die sie zu uns hier nach Alicante ankommen,
für die Behandlung. So, um das ganz kurz zu schaffen, diese alle Erst-Online-Vorstellungen finden statt, wo sie zu Hause sind. Und nach dem Medikamentenplan, es ist ganz klar gesagt, wofür und wie lange sie müssen in Alicante bleiben, nur für die Behandlung. Die ganze Vorbereitung findet im deutschsprachigen Raum statt. So, für frozen Embryotransfers, wenn wir mit eingefrorenen Embryonen arbeiten, dann brauchen sie hier nur einen Tag zu sein. Wenn wir über IVF sprechen, wo sie spritzen und die Eisentnahme stattfindet, dann brauchen sie hier eine Woche zu sein. Und das Gleiche ist für frische Transfers, Befruchtung von Eizellen von der Spenderin mit Spermien ihres Partners und dann Transfer am Tag 5. Normalerweise, sie brauchen hier gute Woche zu sein, um alles durchführen zu lassen. Und wie gesagt, den Anfang von der Behandlung und die ganze Vorbereitung findet in Deutschland statt. Machen wir weiter. Ich hoffe. Behandlungsmöglichkeiten. In Spanien, wir dürfen IVF durchführen, ICSI, Präimplantationsdiagnostik auf Aneuploidie, um zu gucken, welche genetisch unauffälligen Embryonen sie noch generieren, auch für monogenische, autosomal rezessive und dominante Krankheiten. Wir dürfen sie behandeln und na klar Eizellspende und ROPA-Methode. Bedeutet, wir dürfen lesbische Paare behandeln, wo eine von Partnerinnen wird stimuliert und sie macht ein ICSI-Zyklus bei uns, sich zusammen synchronisiert mit ihrer Partnerin und dann gleich nach frischen Eizellentnahme und Befruchtung mit Samenspende, anonyme Samenspende, ein Embryo am Tag 5 von Entwicklung wird zu der zweiten Frau transferiert. Wir brauchen hier, wenn wir über ROPA-Methode sprechen, 2 Wochen, da sie sich in Alicante befinden, 1 Woche für künstliche Befruchtung mit Samenspender. Dann Embryonen müssen 5 Tage warten und dann die 2. Woche muss die zweite Partnerin hier kommen für den Transfer. So, das sind die Behandlungsmöglichkeiten, die wir in Spanien erlaubt sind durchzuführen, um die Fehlgeburten zu vermeiden. Ja? Der Sinn von unserer Zusammenarbeit ist, dass ihre Zeit zur Schwangerschaft je kürzer wird, desto besser und je weniger Fehlgeburten, desto freuen wir uns mehr. Ich habe hier heute neue Computer bekommen und man sieht das, dass ich damit nicht so gut klarkomme. Aber naja, mach mal weiter. So, Implantationsdiagnostik, PGTA, Pre-Implantation Genetic Testing for Aneuploidy, bedeutet, uns muss bewusst sein, dass der Hauptgrund, warum Frauen werden nicht schwanger, warum Frauen leiden auf Fehlgeburten, ist die Qualität von Eizellen. Ich bin sehr bekannt, dass ich ganz oft sage, dass mit gut aussehenden Embryonen ist die gleiche Geschichte wie mit gut aussehenden Männern. Bedeutet, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Irgendwann im Leben, man kriegt noch Embryonen, die haben A, B Qualität. Vor kurzem, ich habe eine Patientin gehabt, sie war 41 Jahre alt. Wir haben 20 Eizellen gehabt, 10 Embryonen am Tag 5 von Entwicklung. Und alle waren genetisch getestet und alle waren genetisch auffällig. Wir konnten nichts transferieren. Okay? So, stellen Sie sich vor, wenn ich das in Deutschland transferiert hätte, wo ich keine Präimplantationsdiagnostik durchführen darf, diese Frau, na klar, sie hätte Fehlgeburten gehabt.
Na klar, sie hätte hier gekommen nach 10 Transferzeit, die sie verloren hat, weil die Technologie im deutschsprachigen Raum erlaubt uns nicht für das genetische Gutachten. Mit meiner spanischen Patientin, wo wir diese Befund bekommen haben, dass alle 10 Embryonen waren genetisch auffällig, sie hat geweint. Ich bin auch ein Mensch. Ich bin nach Hause gekommen und ich war auch traurig. Ganz oft, ich spreche mit meiner Tochter über solche Fälle. Und dann ich sage, dass sie ihr Leben planen soll. Und meine Tochter hat gefragt, Mama, und was machst du? Weil diese Frau, sie will ein Kind haben. Und ich sage, da machen wir Eizellspende. Wir haben mit dieser Patientin nur einmal geweint, dass alle 10 Embryonen waren genetisch auffällig. In Deutschland, wir hätten 10-mal geweint, dass dieser Transfer hat nicht geklappt. Okay? So manchmal diese Limitierung von Technologie, die aufgrund Gesetzgebung in bestimmten Ländern in Europa nicht erlaubt ist, führt zu Implantationsversagen, zu Fehlgeburten, fällt zu Depressionen von Patientinnen und von Ärzten. Um das zu vermeiden, wenn sie nicht mehr klarkommen im deutschsprachigen Raum. Sie können mit uns Kontakt aufnehmen. Vivian organisiert mir Patiententreffen. Alle 2-3 Monate, wir haben online Patiententreffen, wo wir umsonst die Beratungsgespräche durchführen. Nächste Meeting, wir haben am 2. September und ich werde gerne, wenn Sie persönliches Anliegen, eine freie Konsultation mit Ihnen durchführen wollen, um zu gucken, ob Sie eine Kandidatin für Präimplantationsdiagnostik sind, um die Fehlgeburtenrate zu senken, oder Sie brauchen direkt eine Eizellspendebehandlung. Vorteile von PGTA. Ja, geringeres Risiko für Fehlgeburt, erhöhte Chancen auf gesundes Baby, geringe Wahrscheinlichkeit, viele Zyklen zu durchführen. Ich muss dazu sagen, in bestimmten Alter, ab Alter 35, die Frauen wollen Sicherheit haben, dass das Kind gesund wird. So, wir haben jetzt eine Methode, und ich behandle jetzt in Alicante in sehr großen Krankenhaus, ich mache Allgemeingynäkologie, macht mir sehr viel Spaß. Wir behandeln schwangere Frauen in dem Sinne, dass in die 10., 12. Schwangerschaftswoche wir machen eine Nackentransparentmessung und die Blutentnahme für bestimmte Hormone und dann wird Risiko kalkuliert. Ob das Kind hat Down-Edwards oder Pathos-Syndrom. Sie wissen, wenn ich in der Woche 100 Patientinnen sehe, in allgemeiner Gynäkologie, dann es gibt manchmal Situationen, dass dieses Risiko für Down- oder Edwards-Pathos-Syndrom erhöht ist. Es gibt Momente, wo wir nachher ein Harmony-Test, ein super speziell ein Test, wo wir DNA des Kindes im Blut von der Mutter untersuchen dürfen. Das dauert alles, um zu wissen, dass Kind ist gesund oder nicht gesund. Manchmal die Patientinnen, die schwanger sind, die kommen und sagen, Frau Schad, können Sie uns in eine allgemeine Anästhesie einsetzen für diese 2 Wochen, dass wir das alles abklären müssen. So, um diese allgemein Anästhesie, 2 Wochen Aufenthalt. Wir können Ihnen sparen, dadurch, dass wir ein PGTA von Ihren Embryonen durchführen und dann die ganze Schwangerschaft verläuft viel ruhiger und Sie können das einfach genießen. Ja? So, eigentlich ab Alter 35 hier in Nueva Vista Hermosa, wir machen keine Zyklen ohne Präimplantationsdiagnostik. Jetzt Andrologie. Es ist so,
Der männliche Faktor in der Reproduktionsmedizin war viele Jahre unterschätzt. Wir wissen, dass 20-30% von alle Unfruchtbarkeit liegt an Qualität von Spermien. Jeder Paar, die hier kommt, bekommt ein Allgemeinspermiogramm, wo wir müssen immer Volumen, Konzentration, Beweglichkeit, Anzahl von gut geformten Spermienzellen beurteilen und dann entweder man erfüllt bestimmte WHO-Kriterien oder nicht, bestimmte Zahlen, ja. WHO, World Health Organization, die hat bestimmte Zahlen für eine Normosospermie vorgesehen. Hier in UR, wir machen auch Zusatzuntersuchungen wie Spermienfragmentierung und wenn wir sehen, dass diese Fragmentierung erhöht ist, über 15%, dann können wir ein Max Magnetic Cell Sorter Technik anwenden. Es ist eine immunogenetische Technik, die erlaubt für Auswahl von Spermienzellen. Bedeutet, die Spermienzellen, die sind fragmentiert, die bleiben einfach in der Maschine und die guten Spermienzellen zur Befruchtung geeignet sind, die gehen raus. Wir haben bestimmte Behandlungsprogramme bei URE und was ist uns wichtig, dass wenn kommen Patienten und sagen, passen Sie auf, ich habe schon so viele Zyklen hinter sich, ich muss jetzt schwanger werden, ich brauche ein Garantieprogramm. Ja? Sie müssen mir garantieren, dass ich schwanger werde. Punkt. Wenn wir zu solchen Situationen kommen, bevor ich sage, ich kann Ihnen etwas garantieren, dann machen wir eine Fischanalyse von Spermien und dann, falls wir sehen, dass das erhöht ist, wir können auf gar keinen Fall Garantie Ihnen anbieten, aber durch Max, trotzdem, wir können Ihnen bei Eizellspende 3 Embryonen am Tag 5 von Entwicklung garantieren, um den kumulative 90% Schwangerschaftsrate zu schaffen. So, wenn da andrologische Probleme vorliegen, seien Sie nicht schüchtern, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und dann wir gucken, was wir dagegen machen können. So wie beim Frauen, so ist das auch bei Männern. Je reifer, desto besser. So wie ein Rotwein. Wir sehen, dass der Körper immer noch Sachen haben möchte, aber die Spermienzellen mit bestimmten Alter sind fragmentiert und Alter spielt sehr große Rolle mit Fragmentierung. Und einzigste Sache, die hilft, ist dann Magnetic Cell Sorter. Secure Thief. Ich habe schon viel darüber geredet. Ja. Man muss verstehen, dass wir Gynäkologen, wir sprechen miteinander auf medizinische Weise. Marketing muss das, was wir auf Medizin besprechen, muss das einen Namen haben, eine Inklusion, Kriterien und Preis. Ja, so es uns sehr wichtig, dass Secure Fever, das ist eine Methode, wo wir führen ICSI-Behandlung durch mit Präimplantationsdiagnostik, um sicher zu sein, dass Sie gesunde Baby zu Hause haben. Falls wir ein Embryon finden, der genetisch unauffällig ist, die Chance, dass Sie schwanger werden, ist über 70%. Falls wir sehen, dass die Embryonen sind alle genetisch auffällig. Es gibt keine Möglichkeit für Security, there is no security. Und dann ist nicht sicheres. Ja, dann nach Gesetz hier in Spanien würde von genetisch auffälligen Embryonen nicht transferieren. Und dann müssen wir Strategie ändern und normalerweise ist die Eizellspende eine Lösung. Eizellspende. Ich muss sagen, dass ich habe viele Jahre in Berlin gearbeitet, ein paar Jahre in Detroit
und wo ich nach Spanien kam, ich wusste, dass Eizellspende existiert, ja, aber wie man frische Zyklen synchronisiert mit Spenderinnen und Patientinnen, habe ich keine Ahnung, null Ahnung gehabt, weil in Deutschland es war verboten und in Amerika, in Wayne State, wir haben nicht so viele Zyklen gehabt. So eigentlich Eizellspende habe ich hier, frische Eizellspende und nachher frische Eizellspende mit Präimplantationsdiagnostik, habe ich in Spanien gelernt. So Spanier dürfen ganz stolz sein, dass seit 80er Jahren ist die Eizellspende in Spanien erlaubt. Das ist ein Land, der ist ein Schritt weit nach vorne, wenn das man vergleichen kann mit anderen Ländern von der Europäischen Union, wie Deutschland, wo das total verboten ist, oder wie in England, dass die Wartezeit ist 2 Jahre. Und irgendwann man hat keine Zeit und irgendwann kann man das nicht bezahlen, so in England zum Beispiel. Spanier haben die längste Erfahrung mit Eizellspende in der Europäischen Union. Die Eizellspende macht man in Spanien auf eine anonyme Weise. Bedeutet, wir dürfen ihnen nur das Alter und die Blutgruppe sagen von der Spenderin, wenn sie schwanger werden. Es ist sehr wichtig, dass nach Gesetz wir müssen ein Kind generieren, der erklärbar ist von Kombination von ihnen und ihrem Mann und ihrer Spenderin und ihrem Mann. Ich sage immer, dass ich muss eine Zwillingsschwester für sie finden, in Anführungsstrichen. Jemanden, der so groß wie sie ist, hat die gleiche Hautfarbe, hat das gleiche Körperbau. So, wenn wir uns nochmal treffen und das Kind wird drumherum laufen, alle müssen denken, dass sie genetische Mama sind. Das ist uns super, super wichtig. In der Datenbank, wir haben nach Coronavirus mehr als 1000 Spenderinnen für sie zur Verfügung. Ja? Die Spenderinnen sind in 5 Gruppen. Phänotyp 1 sind blauäugige Frauen, Phänotyp 2 grün, Phänotyp 3 braunäugige Frauen, Phänotyp 4 asiatische, Phänotyp 5 afrikanische Frauen. Die müssen alle jung sein. Jung in der Reproduktionsmedizin bedeutet, dass sie müssen unter 35 Jahre alt sein. Sie müssen gesund sein, bedeutet, wir untersuchen die für Infektionserkrankungen, für psychiatrische Geschichten, keine Schizophrenie, Depression, keine Drogen. Es ist uns sehr wichtig, dass sie sind genetisch untersucht für bestimmte rezessive Erkrankungen. So, das ist der Schritt Nummer 1, wo wir eine passende Spenderin für sie finden. In den Schritt Nummer 2, sie bekommen von uns Unterlagen, wo sie sie beschreiben, so wie sie sind. Wir brauchen auch ihre Fotos. Wir brauchen auch, dass sie uns Bescheid sagen, was ist wichtig für sie, welche Charakteristik von ihnen soll die Spenderin haben. Und dann viele Frauen legen Wert auf Bildung, andere auf Körperbau, andere auf Blutgruppe. So, sie müssen uns genau sagen, was ihnen am Herzen liegt. Und dann mit dem Phänomatch, es ist ein Computerprogramm, der macht solche wie ein Abdruck, eine Maske von ihrem Gesicht, vergleicht das mit Gesichtszügen von Spenderinnen, die wir in Bank für sie haben. Dann kommen die Augenfarben noch dazu. Und dann kommen 3, 4 beste Spenderinnen, der Phänomatch für sie aus der Datenbank ausgesucht hat. Und dann nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich mag immer mit Kollegen sprechen. So, ich, ihre Koordinatorin und die Chefin von der Laboratorium entscheidet, welche Spenderin unserer Meinung nach das Beste für sie ist. Wenn wir entscheiden für die Eizellspende oder für ICSI mit Präimplantationsdiagnostik oder ICSI, dann werden die Eizellen befruchtet, die werden in einen Timelapse-Inkubator gebraucht, wo wir gucken, wie die Embryonen sich entwickeln. Und dann, wir brauchen den Inkubator Timelapse gar nicht aufzumachen. Es gibt
eine kleine Kamera in jedem Inkubator, wo es wird beobachtet, jeden Tag, wie dem Embryonen geht. Und wir machen hier längere Kultur von Embryonen bis zum Tag 5, 6. Und dann die besten Embryonen werden frisch zu ihnen transferiert und restliche Embryonen werden eingefroren. Bei Eizellspende am häufigsten Programm, die Frauen sich wünschen, ist ein Programm, wo wir 10, 12 Eizellen garantieren. Wir befruchten die mit Spermien ihres Mannes oder Samenspender. Und dann Embryonen entwickeln sie bis zum Tag 5, bis zum Tag 6. Wir garantieren ihnen wenigstens 3 Embryonen am Tag 5 von Entwicklung, Tag 5, 6 von Entwicklung. Ja? Das ist uns sehr wichtig, weil nach 3 Transfer über 90% von Frauen haben Kinder zu Hause durch die Eizellspende. Wir haben auch Fälle, die erleben Implantationsversagen bei Eizellspende. Zwischen Transfer Nummer 1 und Nummer 2 normalerweise wir empfehlen eines immunologisches Gutachten Transfer Nummer 2, Nummer 3 Endometriumbiopsie, um zu gucken, wie ihre persönliche Einnistungsfenster aussieht. Wir versuchen nicht immer das gleiche Protokoll zu wiederholen. Wir versuchen zu gucken, warum. Wir versuchen zu finden, warum sind sie nicht schwanger und im nächsten Transfer wir versuchen, das zu verbessern. In die klassische Timelapse, man sieht hier die Tage, wo man die Embryonen nicht beobachten darf. Man will den Inkubator-Tür nicht aufmachen, diese Sauermangel-Kultur anzubieten. Dieses Problem mit Timelapse liegt gar nicht vor, weil diese Sauerstoffmangel-Kultur ist jeden Tag gewährleistet und Embryonen werden nicht rausgenommen, werden einfach beobachtet. Jetzt, wir haben noch 3 Slides. Ich hoffe, ich komme mit diesem Computer klar. Ja, Eizellspende und Samenspende. Ja, es gibt Paare, die nach 1, 2 Zyklen mit Eizellspenderin trotzdem nicht schwanger sind. Und wir wissen, die haben immunologische Probleme. Dann es gibt eine Möglichkeit, eine doppelte Spende dem anzubieten. Und wir haben Embryonen eingefroren von doppelter Spende, die man adoptieren kann. Aber viele Paare aus deutschsprachigen Raum wollen nicht nur ein Embryon adoptieren, die wollen eine volle Eizellspende von einer Spenderin sich leisten, um mehr Embryonen zu haben von der gleichen Spende. Weil wenn sie sagen, wissen Sie, wenn wir schon für doppelte Spende entscheiden, dann wollen wir 2 Kinder von das gleiche Spender und für gleiche Samenspender. Ja? So, das ist die letzte Stufe, das letzte Schritt in der Reproduktionsmedizin, die wir Ihnen anbieten können. Es ist eine doppelte Spende. Come on. No. Der Computer will nicht. Garantieprogramm. Garantieprogramm. Es ist ein Programm, das wir ganz oft in der Klinik anbieten. Und es ist eine Möglichkeit von Frauen, für die Frauen, für Paare, die haben schon viel erlebt und die wollen jetzt schwanger werden mit einer Sicherheit. In solchen Programmen ist alles mit begriffen. Aber in so ein Programm einzusteigen, man muss bestimmte Eintrittskriterien einführen. Ich sage immer, ich darf kein Garantieprogramm anbieten, bevor ich keine
Schleimhautdicke sehe in dem Probezyklus. So bei uns, bevor man einen Transferzyklus durchführt, bevor man synchronisiert ist mit einer frischen, jungen Spenderin, ich muss in den deutschsprachigen Raum gucken, wie viele Östrogene sie brauchen, um gute Schleimhaut aufzubauen. Und hier geht's los, ja, weil ganz oft die Frauen haben keine gute Schleimhaut, dann macht man Hysteroskopie und haben ein Aschermann-Syndrom. Oder die sind östrogenresistent und man darf kein Garantieprogramm anbieten, ja. Das ist etwas über Eintrittskriterien, wenn man der Seite von der Frau sieht im Garantieprogramm. Jetzt, wenn man die Andrologie und männliche Faktor sieht, hier immer noch, wir gucken, ob da keine große Fragmentierung vorliegt. Man macht Fischanalyse. Und nur wenn alles in Ordnung ist, wenn Fisch ist in Ordnung, man darf in UR die Garantieprogramm anbieten. So, in meiner ganzen Karriere, ja, seitdem ich hier bin und ich bin schon seit Covid-Zeiten in UR, wir haben nie Geld zurückgeben müssen. Bedeutet, die Fälle sind so richtig ausgesucht, dass die Frauen mit Garantieprogramm, die richtig eingeführt werden, sie werden alle schwanger. Jetzt letzte Slide. Let's see how it goes. Ja, wenn man arbeitet, wir Gynäkologen, wir sind sehr in unserer Medizin orientiert. Wir brauchen jemanden, der für uns die Kommunikation übernimmt. Ich habe zwei wunderbare Assistentinnen, die mit mir arbeiten. Es ist Frau Anusha Wilde und Claudia, die seit kurzem bei uns ist. So, sie nehmen immer mit dem Kontakt auf, sie kriegen einen Termin. Die sind ganz schnell, ja. Normalerweise innerhalb von 24 Stunden, die organisieren uns einen Termin. So, heute zum Beispiel, ich habe nur 4 Patientinnen gehabt. Morgen Anusha schon sagte, ja, aber morgen ist nicht so einfach, Frau Schlarp. Morgen haben wir kein Webinar, dann sehen wir mehr. So, sie passen immer gut auf, dass meine Agenda wird voll. Die freuen sich sehr, deutschen Frauen helfen zu können. Anusha ist zur gleichen Schule gegangen wie meine Tochter, europäische Schule, deutsche Sektion, so sie hat perfektes Deutsch, die Sprache und Schrift. Claudia kommt aus Ostdeutschland und vielleicht deswegen verstehen wir uns gut. Claudia hat nativ Deutsch, so die ganze Kommunikation unter uns wird zwischen Anusha und Claudia laufen und wie gesagt, am 2. September, wir haben ein Online-Patient-Meeting mit einer Erstberatung, gratis. Wir sind gerne für Sie da. Danke. Vielen Dank, Frau Dr. Schlapp. Das war ein tolles Webinar und jetzt kommen wir zu dem Teil, der auch mit am interessantesten ist, nämlich den Fragen. Jetzt bedanken sich schon Leute im Chat, das ist ganz toll lieb, aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben viele, viele Fragen bekommen und alle, die noch keine Fragen gestellt haben, können das jetzt gerne im Chat machen. Und die werden wir jetzt hier gemeinsam anzeigen und dann wird Dr. Schlapp die beantworten. So, wir fangen mit der ersten Frage an. Wie sollte der TSH-Wert sein? Nancy, nach alter Schule unter 2, nach jetzt neue Leitlinien unter 1. Dann kommen wir bereits schon zu der Frage. Geben Sie bei der Eizellspende Prednisolon? Ja. Das sind ja schnelle Fragen. Jetzt kommen wir zu der nächsten. Kann man Einnistung durch Akupunktur verbessern? Falls ja, wann soll man am besten Akupunktur machen? Nach dem Transfer? Ich mag diese Frage sehr, weil ich und diese Natursachen, Akupunktur, Reiki, ich war sehr so zurückhaltend, insbesondere wenn man aus deutscher Medizinschule kommt.
So in die alte Klinik, wo wir noch gearbeitet haben mit Vivian, wir haben viele Patientinnen gesehen, die haben Akupunktur bekommen. Und es gibt Studien, die zeigen erhöhte Implantationsrate nach der Transfer, wenn man Akupunktur verwendet. Ich habe aufgrund viel Arbeit und ein paar Probleme, die ich im Leben lösen musste, furchtbare Kopfschmerzen gehabt, ja, aber solche Tension, Kopfschmerzen, Pression. Und ich kam zu einer von diesen Akupunkturspezialisten, die bei uns noch in die andere Klinik gearbeitet haben. Der hat mir Nadel hier irgendwo in dem Ohr gesteckt, hier in den Hinterkopfbereich. Am nächsten Tag, ich dachte, ich werde ihn verklagen. Okay? Verklagen. Wir gehen vor Gericht. Ich konnte meinen Arm nicht bewegen. Aber am zweiten Tag, ich war wie neu geboren. Okay? So, und dann jahrelang, wo ich diese Tension, Spannungsschmerzen hatte, der hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ja, so. Nach deutscher Schulmedizin, ich kenne mich mit Akupunktur nicht viel aus. Ich weiß, dass das kann Schmerzen verursachen. Ich weiß, dass das verbessert die Durchblutung von der Gebärmutter nach dem Transfer und nach dem Transfer, wenn Sie das wünschen, wir können einen Spezialist Ihnen anbieten. Dann kommen wir jetzt zu der nächsten Frage. Vielen Dank. Was empfehlen Sie? Wie kann man nach dem Transfer Implantationschancen verbessern? Irgendwelche Tipps? Wissen Sie, deutsche Mentalität ist sehr bekannt, wenn man ein Problem hat, man muss einen Plan haben, um diese Probleme zu lösen. Okay? Und es ist gar nicht böse gemeint, okay? Weil Plan, Strategie, es ist typisch deutsch. Bedeutet, denken Sie nicht, was Sie nach dem Transfer machen können. Denken Sie bitte, was Sie vor dem Transfer machen können. Wie sieht Ihre Embryonenqualität aus? Wie sieht Ihre Schleimhaut? Welche Einrichtungsfenster Sie haben? Das sind die Sachen, die Sie müssen klären, bevor wir transferieren. Sie müssen klären, wenn Sie schwanger werden, mit einer guten Immunologin, welches Immunprotokoll können Sie vor dem Transfer und nach dem Transfer benutzen. Okay? So, es gibt viele Sachen, die man schon vor dem Transfer machen darf, soll, um sich gut vorbereiten zu dem Transfertag. Zum Beispiel, wir haben jetzt eine Patientin aus deutschsprachigen Raum. Transferzyklus. Sie ist synchronisiert mit Spenderin. Er kommt an Usha zu mir und sagt, pass auf, sie hat Schleimhaut von 2 mm. Ich sage, Anusha, wir müssen diese Transfer stornieren, weil diese Schleimhaut, sie wird nicht schwanger. Wie sah Endometrium aus in dem Probezyklus? Und sie zeigt mir, es war 7 mm. Bedeutet, nach einer Depp-Spritze, die normalerweise spritzen, die Frau bildet keine eigene Endometrium auf. So, das ist ein Moment, wo Plan und Schicksal lacht darüber manchmal, ja. Bevor man transferiert, man muss bestimmte Schritte unternehmen und sich richtig zu dem Transfer vorbereiten. Und nach dem Transfer einfach, wenn man gut vorbereitet ist, bestimmte Immunprotokolle werden verlängert und verbessert. Ja, aber ich würde sagen, dass die dicke Schleimhaut, die einnistungsfähig ist, ist gar nicht zu unterschätzen für die richtige Implantation. Und das muss schon vor dem Transfer vorbereitet werden. Und vor dem Transfer, es muss uns klar sein, haben wir gute genetisch unauffällige Embryonen oder die sehen alle gut aus? So sehe ich das. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Geben Sie auch ASS oder Aspirin 100? Nicht mehr. Wir geben jetzt öfters Nucleixane, weil wir haben gesehen, dass mit Aspirin, die Frauen haben viel nachgeblutet. So, mit Aspirin haben wir eigentlich aufgehört.
Kommen wir zu der nächsten Frage. Spielt Ära-Fenster bei Transfer im dritten Tag eine Rolle? Ära spielt immer die Rolle. Ja, ob das Tag 3 oder Tag 5 Ära gewesen ist. Dadurch, dass wir in Spanien mehrere Embryonen am Tag 5 transferieren, dann wir messen einfach Ära am Tag 5. Ich kann mir vorstellen, dass im deutschsprachigen Raum es ist immer ja, mit Tag 3, ja, weil da dürfen Embryonen am Tag 3 transferiert werden. So, Ära spielt immer die Rolle. Kommen wir zur nächsten Frage. Vielen Dank. Wenn man Geringungsprobleme hat, wann genau, auf welchem Tag soll man mit Heparin-Spritze beginnen? Normalerweise, wenn Sie schon mit Hormonen anfangen, dann sollen Sie spritzen. Ja, weil wenn ich Ihnen Hormone gebe und Sie haben eine Geringungsstörung, dann ich habe Angst, dass Sie mir eine Thromboembolie entwickeln und deswegen ich gebe ihnen Clexane prophylaktisch. Nach dem Transfer, ich gebe ihnen Clexane einfach dafür, dass sie weiter ihre Hormone einnehmen müssen und dann ich will auch die Einlistung unterstützen. Ja, Sie können sich vorstellen, das Embryo sieht wie eine Kugel aus und auf diese Kugeloberfläche, wir haben solche kleine, zarte Haare. Und das muss ich in die Schleimhaut einnisten. So, ja, wenn man zarte Gefäße hat, Blut muss dünn sein, um das Embryo sich besser einnisten zu dürfen. Clexane immer. Vielen die Dank. Frage ist, wie viel? Jetzt ist die nächste Frage ist genau, fängt damit an. Wie viel Progesteron geben Sie im künstlichen Zyklus? Das ist eine sehr gute Frage. Weil aus deutschsprachigen Raum, ich kann solche Stärke wie 600 innerhalb von 24 Stunden. Aus Spanien, ich kann die Stärke 800. Aber dann ist die Studie gekommen, wo Progesteronmessung in Blut durchgeführt worden ist. Und wir haben gesehen, dass bei vielen Frauen, die 800 Milligramm Progesteron vaginal einnehmen, Progesteronspiegel im Blut ist unter 10 und dann notfallmäßig, wir mussten immer Injektionen von Progesteron einführen. Okay? So, um diese ganze Hektik zu vermeiden, wir geben jetzt bis zum 1200 Milligramm von Progesteron vaginal. Und glauben Sie mir, wir haben viel weniger Hektik mit Progesteron subkutan. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Vielen Dank. Wie teuer wäre die Behandlung bei Ihnen für IVF? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, Nina. Wissen Sie, wir sind in einer Klinik innerhalb von einem großen Krankenhaus. So, eine Behandlung hier ist viel preiswertiger als in anderen Kliniken. Ich bin Fachärztin für Gynäkologie. So, über Preise und Marketing offiziell darf ich nicht reden heute. Schreiben Sie ein E-Mail zu Anusha, machen Sie ein Beratungsgespräch und dann wir besprechen, was wir für Sie machen können und dann geben wir Ihnen genauen Kostenvoranschlag, das zu Ihrer Situation am besten passt. Ja, weil ich würde Sie jetzt nicht fragen, wie alt sind Sie und ich würde jetzt nicht entscheiden, ob wir ein ICSI machen oder ICSI mit Präimplantationsdiagnostik, okay? So, morgen ein Tag hier ist verrückt Nachmittag, aufgrund dessen, dass wir heute Webinar haben. Schreiben Sie ein E-Mail, so wenn das eilig ist, dass wir noch diese Woche das besprechen können oder dann bis zum 2. September warten. Ich bevorzuge, wie immer, je schneller, desto besser, weil dann man weiß Bescheid, was kann ich für Sie tun und Sie können sich richtig darauf vorbereiten. Vielen Dank. Nächste Frage. Wenn man Eizellspende machen würde, ab welchem Tag nimmt man Medikamente und was wären das für Medikamente oder kommt man zu Ihnen, wenn der Eisprung stattgefunden hat? Nein, alles
artifizielle Zyklen, ja. Ich muss sagen, ich kann, na klar, ich kann diese Naturmedizin, Deutschland, Berlin, ich kann das alles, ja, aber aufgrund von gesundheitlichen Gründen, ich musste ein paar Jahre in Staaten arbeiten und dann, ich habe bei Professor Shapiro auch gearbeitet in Vegas und Bruce war Erste, die nachgewiesen hat, dass bessere Schwangerschaftsraten wir haben in artifiziellen Zyklen mit mit eingefrorenen Embryonen als mit frischen. Ja, so die ganze Vorbereitung findet in Deutschland statt. Sie werden mit Decapeptil, mit einer Spritze runtergefahren, in Anführungsstrichen, dass sie keine eigenen Hormone produzieren, dass sie werden zusammen mit der Spenderin synchronisiert, sie bekommen ihre Regelblutung in Deutschland, die Spenderin bekommt ihre Regelblutung hier in Spanien, sie fangen an in Deutschland Medikamente zu schlucken, machen sie Ultraschall, um zu gucken, wie dick ist die Schleimhaut und Spenderin parallel zu ihnen spritzt, dass die Eizellen für sie wachsen. Und dann müssen wir einen Zeitraum von Zusammenarbeit in Spanien vereinbaren. Sie kommen hier von Montag bis Montag, folgende Woche Montag, ja? Wo ich weiß, sie sind vorbereitet, ich habe frische Eizellen von der Spenderin, ich befruchte das mit Spermien ihres Mannes. Wir warten, dass die Embryonen entwickeln sich bis zum Tag 5 und dann normalerweise Samstag oder folgende Woche Montag, wir machen einen frischen Transfer bei ihnen. Ja, also hier, no nature, there is, es gibt keine Möglichkeit, dass wir natürliche Zyklus von einer Spenderin mit einem natürlichen Zyklus von Patienten synchronisieren. Wo ich noch jünger war, glauben Sie mir, wir haben das versucht, noch in die alte Klinik in Alicante. Es hat nie funktioniert. Die Frauen haben uns immer überrascht und es war toll, weil so ist die Gynäkologie, die ist überraschungsvoll. Wenn Sie mit uns arbeiten möchten, machen Sie sich einen Termin und ich schicke Ihnen ein typisches, genaues deutschen Medikamentenplan-Vorschlag, dass Sie Bescheid wissen, wann was auf Sie zukommt. So, wenn Sie hier kommen, es ist alles super vorbereitet und wir transferieren nur. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Sind in Spanien bei IVF oder ICSI andere Stimulationsmedikamente zugelassen als in Deutschland, bei denen Sie bei Frauen mit niedrigem AMH bessere Ergebnisse, also mehr Eizellen, erzielen können? No. Wir dürfen die gleichen Medikamente benutzen, so wie im deutschsprachigen Raum. Ich darf keinen Namen nennen, okay? Und es muss uns klar sein, dass wir dürfen mit Spenderinnen, die haben eine niedrige AMH, auf gar keinen Fall arbeiten. Weil dann, wenn jemand hat eigene eingeschränkte ovariale Reserve, dann ich weiß, ich nehme die gute Eizellen von ihr selber weg. Okay? So normalerweise, jede Spenderin, bevor ich entscheide, ob sie bei uns Eizellspende machen darf, wir untersuchen ihren Anti-Müller-Hormon und wir machen eine Antralfolikel-Anzahl-Ultraschall-Untersuchung. Und nur dürfen Eizellspenden, die Spenderinnen, die Kandidatinnen, die haben alle Untersuchungen, Blutuntersuchungen in Ordnung. AMH normalerweise muss um die 3 Nanogramm per Milliliter sein. Und glauben Sie mir, wo die ganze Kopfgeschichte angefangen hat. Wir waren sehr arm. Wir mussten Eizellen von Spenderinnen zu unterschiedlichen Banken, Eizellenbanken schicken, um zu überleben. Und wir haben Spenderinnen, wo wir alle 3 Monate stimulieren dürfen. Ja, öfters als alle 3 Monate macht keinen Sinn, weil dann die Resultate sind schlechter und dann AMH niedriger und haben geguckt, wie mit bestimmten Medikamente bestimmte Spenderinnen mit bestimmten AMH reagieren. Ja? So, wenn jemand hat weniger als 3 AMH, ist schlechte Kandidatin für die Eizellspende, weil generiert uns wenig Eizelle und ich fühle mich so, dass ich mache etwas gegen ihre Gesundheit.
Ja, so bestimmte Sachen, it's no go. Das können wir nicht machen in der Reduktionsmedizin. Ne? Okay. Eben hat jemand nach der E-Mail gefragt, die gebe ich auch gleich nochmal raus. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Kann man Super. Samen des Mannes von Deutschland zu Ihnen schicken? Geht das oder empfehlen Sie frische Samen? Nein, man kann diese Samen zu uns schicken. Wir haben eine super Kuriertransportfirma. Wenn Sie mit Ihrer Klinik in Deutschland arbeiten, seien Sie nicht so brav und sagen, ich mache Eizellspende bei Frau Dr. Schlarp. Ja, weil alle in Deutschland wissen, was wir hier in Spanien machen dürfen. Ja, so, das kann manchmal sein, dass Kliniken in Deutschland sagen, ja, wir schicken das nicht, weil diese Behandlung in Deutschland ist verboten. Ja, so, ja, sprechen Sie mit der Klinik, ob Spermien bei dem eingefroren sein darf, und dann wird das zu uns geschickt, aber Sie sind nicht noch sicher, zu welcher Behandlung. Das wird hier vor Ort entschieden. So können wir das auf elegante Weise lösen. Und ja, wenn Sie Ihre Klinik finden, die das für Sie macht, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf, dann geben wir Ihnen Kontakt zu unserer Kurierfirma, und das kann zu uns direkt gebracht werden für Behandlung, die wir besprechen und unterschreiben zusammen. Ja, das muss uns klar sein. So, wir kommen zur nächsten Frage, und ich glaube, manche Fragen wiederholen sich schon etwas. Wie lange ist mein Aufenthalt in Spanien bei einer Eizellspende und Samenspende? Sehr gute Frage, weil dieser Aufenthalt ist kürzer. Bedeutet, wenn ich mache eine doppelte Spende, die Befruchtung findet statt, wo Sie noch in Deutschland sind. So, Sie kommen zu uns nur für den Transfer. Frische Transfer sind 3-4 Tage. Ja, wenn das frische Eizellspende ist, wo wir garantieren Ihnen 3 Embryonen. Wenn wir eine Embryoadoption durchführen, ja, wir haben fertige Embryonen in Bank, dann Sie kommen hier nur für einen Tag. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage. Eizellspende, kann man ein Foto der Spenderin anschauen? Nein. Wir können Ihre Fotos anschauen, wie Sie heute aussehen und wie Sie aussehen vor 20 Jahren. Und Phänomet zeigt mir Kontur von Ihrem Gesicht, Augen, Nase, Mund, und das wird angepasst zu Spenderinnen, die wir in Bank haben. Ja, so. Die Spenderin, die wir im Bank haben, muss ihre Gesichtszüge unbedingt einhalten. Wenn ich Ihnen ein Foto zeige, dann die Anonymität ist verloren. Und bei uns die Eizellspende ist anonym. So, nächste Frage, Spermienfragmentation. Was ist, wenn das normale Spermiogramm unauffällig gut ist, soll man dennoch DNA-Fragmentierung machen? Ja, weil manchmal Spermiogramm allgemein sieht gut aus, aber trotzdem sind die Spermienzellen fragmentiert. Macht Timelapse Sinn, wenn man nur eine befruchtete Eizelle hat? Jein. Bedeutet, so oder so am Tag 5, wir sehen, wie diese Embryo aussieht. So, wenn man nur eine Eizelle hat, ich denke, die Biologen werden das nicht jeden Tag anschauen wollen. Ja, das sind solche heilige Eizellen, die man nicht bewegen darf, soll bis zum Tag 5. Ja. Wie oft darf eine Spenderin in Spanien spenden? 8-mal. Aber ich werde Sie beruhigen, wir arbeiten hier mit sehr internationalen Patientinnen. Ich
arbeite mit Patientinnen aus deutschsprachigen Raum. Ich bin in Polen, in Stettin geboren, so ich spreche immer noch fließend Polnisch. Polinnen kommen hier. Ich habe viele Russinnen aufgrund des Backgrounds meines Mutters. Engländerinnen, Canadian, American. So, wir versuchen so zu verteilen, dass die gleiche Spende wird nicht zu dem gleichen Land eingeteilt. Ja, so wenn ich weiß, ich habe die Eizellen von dieser Spenderin nach Deutschland geschickt, dann werden sie nicht mehr nach Deutschland geschickt. Wir versuchen, insbesondere in Ländern so wie Schweiz, ja, dass kleine Länder, ja, wir versuchen, die gleiche Spenderin nicht zu wiederholen. Dann habe ich schon die nächste Frage aufgemacht. Endoscratching. An welchem Zyklustag wird das empfohlen? So, das muss noch klar sein, dass in den Transferzyklus wir dürfen kein Scratching durchführen. Es ist durchgeführt 5 Tage vor der Regelblutung in dem Probezyklus. So, man soll Scratching durchführen ein Zyklus früher, bevor man transferiert. Man kommt um Tag 21 von dem Zyklus vorher. So, ich sehe, es gibt bezüglich Themen, die wir vorher besprochen haben, Fragen, die sich wiederholen. Dadurch, dass die Aufnahme dieses Webinars veröffentlicht wird und Sie die Chance haben, persönlich mit Dr. Schlapp zu sprechen, werde ich bloß die Fragen aufrufen, die noch nicht besprochen wurden. Wie dick muss die Schleimhaut mindestens sein beim Transfer? 7,5, 12 mm. So, diese Frage hat sich wiederholt. Jetzt kommen wir zur nächsten. Was kann man bei Verwachsungen in der Gebärmutter machen? Ursache unklar, beziehungsweise falls es sich um ein Aschermann-Syndrom handelt, haben Sie einen Lösungsvorschlag in Ihrer Klinik? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man ein volles, totales Aschermann-Syndrom hat, man kann nichts machen. Null. Ja, ja, wir sind in einem Land, wo die Leihmutter ist verboten, aber ja, solche Möglichkeiten haben sie außerhalb von Spanien. Wenn sie ein partielles Aschermann haben, dann gibt es eine Möglichkeit, diese Teil von Schleimhaut aufzubauen, wo die Schleimhaut noch funktioniert, und ein gezielter Transfer durchführen. Bedeutet, so. Vaginal Transfer, Vaginal Katheter, es ist eine ganz gezielte, das ist Hochkunst der Produktionsmedizin. Vaginal Ultraschall, wo die Schallkopf in der Nähe von Gebärmutter ist und mit einem Katheter, der ist sehr dünn und ist geeignet zu Vaginal Transfers, japanische Katheter, ich darf keine Namen nennen. Man gezielt lässt das Embryo, wo die Schleimhaut am besten aussieht. Okay? So kann man bei partiellen Aschermann-Syndrom arbeiten. Mit total, ich habe keine gute Erfolgsraten gesehen. Wir haben noch ein paar weitere Fragen. Wir werden die noch beantworten, nehmen danach keine neuen Fragen mehr an, weil wir keine Zeit mehr haben. Aber ich möchte eine sehr nette Nachricht vorlesen, die wir eben erhalten haben. Viele haben sich bedankt bereits. Manche sind schon gegangen. Also ich bedanke mich auch schon mal. Wir beantworten die letzten Fragen noch, keine Sorge. Aber ich wollte gerne vorlesen. Wir sind bei Dr. Schlapp in Behandlung und fühlen uns zu 150% wohl und sicher. Keine Fragen von uns. Das wollte ich unserer Dr. Schlapp natürlich nicht enthalten, dass wir so liebe Worte hier im Chat haben. Und vielen Dank nochmal für Ihre ausführlichen Antworten. Ich weiß, wer 150% bei mir, ich habe diese Zahl heute schon gehört. So, wie gesagt, ich weiß, wer es ist. Ich muss sagen, dass in schlechten Zeiten und guten Zeiten die Leute haben sich gewechselt. Meine beste Freundin Medizin war immer dabei. Und ich werde alles machen,
um meine Medizin ihnen zeigen zu dürfen auf höchstem Niveau, dass in diesem Rheinbereich, in Weinecke, im deutschsprachigen Raum noch mehrere meine Kinder durch meine Behandlung gibt. Wir kommen jetzt noch zu ein paar letzten Fragen. Vielen Dank für diese schönen Worte. Ist es ein Problem für die Einnistung, wenn Geringungsfaktor 8 permanent erhöht ist? Nein, wir können das alles mit Clexane lösen. Die Frage ist nur die Stärke, ob das 40 oder mehr sein soll. So, bevor Sie nächstes Mal transferieren, gehen Sie zu einem guten Hämatologe und dann lassen Sie sich Faktor 8 messen mit Clexane 40 und mit Clexane 60, ja, nach bestimmten Tagen. Und dann wissen Sie, welche Menge, wie viel Milligramm von Clexane werden Ihre Faktor 8 ja, zu richtigen Normbereich bringen. Vielen Dank. So, zack, jetzt kommen wir noch zu einer der letzten interessanten Fragen. Gibt es in Spanien spezielle Medikamente für Low Responder, also für Frauen, die bereits einen sehr niedrigen AMH haben und nicht auf die Standardmedikamente anspringen, sie also nicht stimulieren lassen? Ich muss Ihnen sagen, dass wir haben hier die Eierstöckenverjüngung gemacht mit PRP-Bespritzung, keine guten Ergebnisse. Es muss ein Moment sein, wo man verstehen muss, dass mit AMH 0,01 man kann spritzen, was man will, aber die Sachen werden schwierig. Ich wiederhole, dass ich habe viele Fragen gesehen, die sehr speziell auf Medikamente eingehen. Diese Fragen schicken wir uns am besten per E-Mail, dann können wir sie genauer beraten. Ja. Weil Frau Dr. Schlapp jetzt nicht im Allgemeinen auf solche Fragen eingehen könnte, weil das ein bisschen komplizierter ist. Aber hier haben wir noch eine weitere Frage. Was halten Sie von Doppelstimulation sinnvoll für Personen mit wenig AMH? Wir haben das mal probiert und man gewinnt eine Eizelle mehr. Aber dann normalerweise mit niedrigen AMH, sie sind in Advanced Maternal Age. So dann die Qualität von Eizellen ist wieder nicht gut. Und ja, man kämpft, man macht 2, 3 Zyklen, ja, mit doppelter Stimulation. Aber irgendwann, man versteht, das Körper kann nicht mehr. Ja, und dann das Sinnvollste, das man machen kann, ist die Eizellspende. Das wir uns gut verstehen. Ich kämpfe um die eigene Genetik von Patientinnen bis zum Schluss. Ich habe solche Fälle in die Karriere. AMH 0,3, 27 Jahre alt. Eierstöckentfernung in Lateinamerika, weil sie hat Endometriose, Teratoma, wie auch immer. Aus dem anderen Eierstock, wir gewinnen nach Stimulation 3 Eizellen, 3 Befruchtete, 1 Embryon, 1 Schwangerschaft. Solche Wunder habe ich im Leben erlebt. Aber warum? Weil bevor Inklusion, Kriterien zu IVF-Zyklus, 3-mal A, Alter, Antimüllerhormon, Antralfolikelanzahl. Sie haben Chance, einen Zyklus zu gewinnen, wenn 2 von diesen 3 Faktoren auf Ihrer Seite sind. Bedeutet, wenn ich habe niedrige AMH, aber gute Alter unter 35, Sie haben Chance, das zu gewinnen. Wenn mit eigenen Eizellen, wenn ich habe niedrige AMH und Advanced Maternal Age, so 2 von 3 Faktoren habe ich schon nicht erfüllt. So, ich weiß, die bessere Strategie ist Eizellspende. Aber wissen Sie, mit vollem Respekt, ich arbeite in Gynäkologie, Geburtshilfe, Reproduktionsmedizin seit 2002, okay? So, es ist schon ein paar Jahre her. Ich habe viele Patientinnen mit vielen Problemen gesehen. Sie als Patientin, Sie glauben, dass Sie werden die Erste in meiner Karriere sein, die schafft das, okay? Zeigen mir, dass Sie das schaffen. Nach zweiten, dritten Zyklus, wenn das nicht funktioniert mit eigenen Eizellen, ich sage Ihnen, dass ich sehe das kompliziert, dass Sie müssen die Strategie ändern. Und ganz oft, Sie brauchen diese Zeit, this learning by doing. Sie brauchen diese Lernkurve, dass Sie
verstehen. Ja? Ich kann mich auf den Kopf stellen. Ich habe das versucht, das versucht. Lange Zyklus, kurzer Zyklus, Doppelstream und nichts. Okay? Und halbes Jahr ist vergangen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld. Und irgendwann, man soll sich an Strategien konzentrieren, die uns zum Erfolg führen. So, leider geht uns die Zeit langsam aus, aber wir kommen jetzt zu einer letzten Frage und danach werde ich nochmal die E-Mail und die Telefonnummer zeigen und Sie können alle genauen Fragen, die Sie haben über Ihren Fall, über Ihre Situation, dann an unsere Patientenbetreuung weiterleiten, die diese Fragen an Dr. Natalia Schlapp weiterleiten wird und ein kostenloses Erstgespräch mit Ihnen verabreden kann per Videocall. Ja. Das ist überhaupt kein Problem, weil ich sehe viele sehr persönliche und fallbezogene Fragen. Deshalb werden wir jetzt nochmal diese letzte Frage hier ausstellen. Viele bedanken sich, wir bedanken uns auch, dass Sie dabei waren. Und jetzt zur letzten Frage. Welche Blutwerte brauchen Sie im Vorfeld? Ich arbeite in zwei Krankenhäusern. In einem ist alles elektronisch. Hier, wir haben einen Blutbogen. Vivian lacht schon, weil Vivian hat mit mir in der alten Klinik noch gearbeitet. So, Vivian weiß, am Tag von der Erstgespräch, sie bekommen von mir Anamnese, sie bekommen von mir Blutbogen, das fallbezogen ist, ja. Ich brauche von Ihnen für Operationsraum Hepatitis B, C, HIV, Syphilis, dass keine Erkrankungen da vorliegen. Wenn ich mit eigener Eizelle oder mit Eizellspende arbeite, ich brauche Schilddrüse, ich brauche Prolaktin, eigene Eizellen, ich brauche AMH, ich brauche Karyotyp, Operationsraum, kleines Blutbild, Gerinnung, Blutgruppe. No more magic. Wir sprechen langsam, was Sie brauchen. Wir machen ein kostenloses Termin. Wir schicken Ihnen diese Blutbogen, die Ihren Fall bezogen ist. Können Sie das alles in die Ruhe bei Ihren Frauen oder Allgemeinmediziner in Deutschland machen lassen. So, jetzt kommen wir zum Ende. Nochmal vielen Dank für all Ihre Fragen, für die Aufmerksamkeit und für die lieben Worte, die wir im Chat von allen bekommen haben. Ich habe noch einmal hier diese andere E-Mail geschrieben. Sie haben zwei E-Mails, entweder direkt mit unserer Patientenkoordinatorin Anusha oder die Info at uavistamosinternational.com. Die habe ich jetzt in den Chat geschrieben. Und Sie sehen sie auch hier, weil wir haben zwei deutschsprachige Patientenkoordinatorinnen. Und Sie haben auch den Link von dem Event, das Event, was wir am 2. September veranstalten. Das ist ein Online-Event mit kostenlosen Erstgesprächen. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und ja, nochmals vielen, vielen Dank an alle, vor allem an Dr. Natalia Schlapp für ihre Zeit. Wir sehen uns zu einem weiteren, vielen Dank für den Kommentar zu meiner Stimme. Wir haben noch ein weiteres Webinar im Oktober. Und ja, wir freuen uns da schon sehr drauf. Also wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sommer, hoffentlich Urlaub und Ferien und Erholung und natürlich viel Erfolg bei Ihrem Kinderwunsch. Vielen Dank, Natalia. Danke. Wir sehen uns wieder im September zu Patiententreffen und Oktober für ein noch Webinar. Wir schlagen immer Webinar Themen vor. Vielleicht, wenn wir so viele Patientinnen haben, schreiben Sie uns, was liegt Ihnen am Herzen? Was können wir genauer bei dem nächsten Webinar im Oktober besprechen? Wie können wir Ihnen entgegenkommen, dass Sie sich psychologisch erlauben, einen Schritt außerhalb von Deutschland machen und eine Behandlung bei uns durchführen? Schönen Sommer. Danke. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend.